Ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles um Robocop vs. Terminator. Zum ersten Mal veröffentlicht wurde dieses vierteilige Crossover 1992 von Dark Horse Comics. Dieser Comic- und Manga-Publisher wurde 1986 von Mike Richardson gegründet. Frank Miller, bestens bekannt für den Comic-Meilenstein zu Dark Knight Returns, und Comiczeichner Walter Simonson haben sich zusammengetan, um das Aufeinandertreffen von Robocop und den Terminatoren zu ermöglichen. Zum ersten Mal in Berührung gekommen bin ich mit diesem Action-Aufeinandertreffen durch die Videospiele. Genauer gesagt waren es damals die Super Nintendo und die Sega Mega Drive bzw. Sega Genesis Fassungen. Letzteres habe ich gesuchtet wie sonst was. Knallharte, simple und spaßige Action-Kost, so wie es sich für ein gutes Side-Scroller-Shooten abgehört. Neben diesen beiden Versionen existieren noch eine Fassung für den Game Boy sowie Sega Game Gear und inzwischen gibt es sogar eine Art Prototyp zu der damals nie erschienenen NES-Fassung. Nun aber zurück zu den Comics. Hier habe ich übrigens die auf 1444 Exemplare limitierte Hardcover-Version aus dem CrossCult Verlag. Neben dem kompletten Comic, der nebenbei bemerkt sehr gut zusammengebunden und sauber abgedruckt wurde, gibt es noch ein Vorwort von Comic-Autor und Kritiker Stephen Grant und Extraseitenentwürfe und Skizzen hat man auch dazu gepackt. Nice to have, aber was wird denn nun inhaltlich geboten? Wichtig sei erst einmal zu erwähnen, dass alles, was in dieser Geschichte geschieht, sich nicht mit den Filmen deckt. Heißt im Klartext, dass man sich auf ein neues eigenes Universum einstellen muss. Klingt vielleicht zunächst enttäuschend, hat jedoch den Vorteil, dass man keine Vorkenntnisse zu den beiden Franchises braucht, um dieses Comic verstehen und genießen zu können. In der Zukunft haben die Killerroboter der Terminatoren dank Skynet die Erde übernommen. Lediglich eine kleine Gruppe menschlicher Überlebender leistet letzten Widerstand. Doch inzwischen müssen diese Widerstandskämpfer erkennen, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist. Zu diesem Zweck wird die tapfere Kriegerin Flo in die Vergangenheit geschickt, um Skynet, genauer gesagt die Erschaffung von Skynet, aufzuhalten. Es stellt sich heraus, dass die Technologie, mit welcher der schwer verwundete Polizist Alex Murphy einst zum Robocop umgebaut wurde, später auch zum Ursprung von Skynets künstlichen Intelligenz wurde. Ja, ihr habt es korrekt verstanden. Die Technologie, die Robocop auf die Beine stellte, ist für die Geburt Skynets verantwortlich. Allein diese Problematik ist schon sehr interessant. Hinzu kommt noch, dass Skynet Wind von Flo's Vorhaben bekommt und zu diesem Zweck eine Gruppe von Terminatoren hinterher schickt, damit Robocop beschützt wird, koste es, was es wolle. Jedoch hat Skynet eines nicht mit eingerechnet, nämlich das menschliche Gewissen von Alex Murphy. Fest entschlossen, die Apokalypse um jeden Preis abzuwenden, lässt sich Robocop auf einen Krieg mit Skynet und den Terminatoren ein, der ihn sogar zu einer Zeitreise zwingt. Ihr merkt schon, dieses Crossover bietet weitaus mehr als nur einen Lizenzcomic. Frank Miller und Walter Simonson haben sich wirklich ins Zeug gelegt. Frank Miller hat nicht nur einfach eine Actiongeschichte geschrieben, nein, es ist ihnen auch gelungen, zwei Franchises, die unterschiedlicher nicht sein können, gekonnt miteinander zu kombinieren. Zudem funktionieren die ruhigen Momente erstaunlich gut und die menschliche Seite von Alex Murphy kommt sehr gut und emotional rüber. Auch das Thema Zeitreisen hat Miller ganz gut und ziemlich interessant mit eingebunden. Zeichner Walter Simonson hat hier optisch ein absolutes Meisterwerk hingelegt. Sowohl Robocop als auch die verschiedensten Terminatoren hat er verdammt gut getroffen. Anstatt sich jedoch darauf auszuruhen, hat er bei den anderen Figuren ebenfalls sehr viel Herzblut einfließen lassen. Das Ergebnis sind Zeichnungen, die, obwohl sie aus den 90er stammen, auch heute noch frisch und detailverliebt daherkommen. Die Kolorierung sollte auch nicht unerwähnt bleiben. Von farbenfroh bis hin zu dreckig und düster ist alles dabei, was dafür sorgt, dass die ohnehin schon genialen Zeichnungen noch mehr Ausdruck verleiht bekommen. Rundherum bietet Robocop vs. Terminator also mehr als nur plumpe Action. Eine überraschend gute Story mit Tiefgang und guten Ideen plus solide bis sehr gute Zeichnungen machten dieses Werk bis heute zu einem absoluten Must-Have. Also rundherum einfach nur ein fantastisches Comic. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal.